verstehen. Ich zeuge das Schwert ein bisschen von der anderen Seite auf. Alle können einfach mal zugucken, wie ein mitteleuropäischer Kalligraph denkt, was er sich bei den einzelnen Buchstaben denkt, was mich fasziniert hat, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Wir gucken uns zum Beispiel einfach mal an, unser Instrument, mit dem wir schreiben, ähnlich hier wie bei der Kollegin, die die arabische Kalligraphie schreibt, eine breite Feder, sind wir auf Sendung. Genau. Und wir sehen, das Instrument gibt mir die verschiedenen Striche einfach, sagen wir mal, schon von selber. Ich ziehe einen Strich in diese Richtung, er ist breit. Ich schreibe die Zahl 4 und wir sehen hier auf der schmalen Kante, hier auf der Breitseite. Und jetzt kommen wir gleich zu Anfang schon zu einer Sache, die mich eben an der Kalligraphie fasziniert. Wir sehen, ich tauche nochmal ein, wir sehen, wir ziehen eine Linie einfach so und dann stellen wir fest, wir gucken uns die Manuskripte aus dem Mittelalter an oder auch von den alten Römern, die Inschriften, wir stellen fest, so ein Strich existiert nicht, sondern Striche sehen praktisch immer so aus. Das ist das, was, wie gesagt, jetzt an Motorik in die mitteleuropäische Kalligraphie einfließt. Jeder Strich wird mit Entasis geschrieben. Das heißt also, ich verleihe der Linie, wurde aufgezeichnet, wie hier verschiedene, zum Beispiel bei den Buchstaben, hier verschiedene Zirkelschläge angesetzt werden sollten. Irgendwann fiel es dann am amerikanischen Kalligraphen Edward Carthage, der Schildermaler war, die Schuppen von den Augen, als er in Rom war und die Inschriften sah, sagte, das ist ja alles aus dem Pinsel entstanden. Da hat keiner irgendwelche Schablonen oder so hingesetzt oder Zirkel angesetzt, sondern die sämtlichen Buchstabenformen, zum Beispiel die Serifen, sind eben aus diesem Strich entstanden. Und er meinte zum Beispiel, wenn ich so einen Strich, jetzt sehen wir schon, wie sich hier unten die Farbe ansammelt, wenn ich so einen Strich aus Papier oder an eine Wand setze, dann läuft mir natürlich die Farbe hier runter. So ist die Serife entstanden, das sogenannte Füßchen mit einem kleinen Schisslerbeng namens der. Kommt jetzt ein anderes Mittel ins Spiel. Das verdanken wir den Federherstellern aus Birmingham, dass die elastische Feder eben aufkam. Man sieht, es ist eine völlig andere Herangehensweise. Ich bekomme die Unterschiede in der Strichstärke nicht durch das Instrument selber schon geliefert, dass zum Beispiel durch diese Spatelform die Striche in einer Richtung dicker werden als in der anderen, sondern hier entsteht der Strichunterschied, wir sehen es, durch die, seht ihr, wie weit man jetzt hier den Strich verändern kann. Und da hat mich praktisch immer schon gereizt, eine Schrift zu. Und gesehen, vielleicht möchten Sie gerne dazu etwas sagen oder anmerken. Oder vielleicht auch Gemeinsamkeiten, ja bitte. Sie haben mit dem Rosch angefangen, diesem Rinderkopf. Und dann sind dann auch das A übergegangen. Gibt es das Aleph als Zwischenstufe oder wie ist es entstanden? Nein, Buchstaben waren praktisch Bilder und man hat dann praktisch so, haben die Phönizier haben dann gesagt, zum Beispiel das Wort Bet kennen wir heute alle noch, Alphabet, es verbirgt sich ja in Bethlehem, Haus des Brotes,
oder Bethelhaus Gottes. Man sagte, also wie man heute am Telefon buchstabiert, schreibt Ida, Nordpol, Zeppelin, so haben die Phönizier gesagt, nimm einfach von dem Wort Bet den Buchstaben und schreib das auf, was du sprichst. Und bei dem Wort Bet, Alphabet, ist es ja noch wirklich schön, das kennen wir heute alle noch eben, weil es in Alphabet vorkommt, Bethlehem und Bethel. Sag ich da eine Meldung? Nein. Ich sehe da um die Ecke ein extra Finger, der ein bisschen kurbiert. Und was kann sie damit? Nach meiner Vision ist ein Teil von einer Cola-Dose. Ja, ja. Also genau, hier. Genau, dieses. Legen Sie es mal hin. Genau, genau. Das ist jetzt, wenn man jetzt, das ist jetzt aus einer Kupferplatine entstanden. Lassen Sie es mal liegen, dass man es sehen kann. Sie meinten, dieses schreibe ich jetzt? Ja, was kann man damit auch gotische Schrift? Genau, wenn ich jetzt... Ob man damit auch gotische Schrift schreiben kann. Genau, dann können wir zum Beispiel jetzt versuchen. Dieses Schreibgerät ist natürlich in erster Linie dafür gedacht, dass ich, wenn ich jetzt informeller schreiben will, dass ich dann einfach dieses Gerät benutze. Solche Sprüche faszinieren. Sie können das alle lesen oder haben Sie ähnliche Schwierigkeiten wie mit wir lesen es jetzt von hier. Ein Esel lese nie. Sie wissen, diese Palindrome, das bekannteste Anna Susanna, sowas reizt natürlich zu schreiben, weil dann immer eine schöne Symmetrie zustande kommt. Ne? Die Buchstaben sind vorwärts und rückwärts gleich. Okay.